willkommen im heutigen Video. Wie ihr seht, ich bin schon in kompletter Montur ausgestattet. Das hier sind Roller Skates. Voll 80er, oder? Überhaupt nicht. Beim heutigen Sport dreht sich alles um diese Rollen. Und jetzt gehe ich zu Michi und sie erzählt uns was darüber. So, wie jetzt gerade schon angekündigt, hier ist die Michi von den Augsburger Rolling Thunders oder Fabulous Augsburg Rolling Thunders. Und ja, erzähl mal kurz, wer du bist, wie du zu diesem außergewöhnlichen Sport gekommen bist. Ich bin die Michi, mein Derby-Name ist Prügel Paula und ich habe 2010 eine Doku auf Arte über ein französisches Roller Derby-Team gesehen und dachte mir, wow, das ist ja krass. Ich habe dann gegoogelt und in Stuttgart gab es dann ein Team, das dann mir das Skaten beigebracht hat. Das war mega gut. Ja, und seitdem stehe ich hier. Mega. Und heute lerne ich diesen tollen Sport kennen und mal schauen, wie ich mich schlage. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Okay. Ja, Rollschuhe. Rollschuhe, okay. Weil das sind jetzt eigentlich meine Skates, mit denen ich draußen fahre und im Skatepark. Okay. Aber jetzt zum Ausprobieren tun sie voll. Also schauen die anders aus wie eure Professionellen. Okay. Ja, ein bisschen anders, ein bisschen Unterschied sieht man. Darauf ist man stabiler. Also wenn man sich vorstellt, dass man auf einem Inliner steht, der nur eine Rolllinie hat, dann kippt man relativ schnell um und unser Sport erfordert am besten nicht umkippen. Stabilität. Aber hier zwischen den zwei ist jetzt nur eigentlich der Schuh der Unterschied. Ja, also tatsächlich sind es hauptsächlich die Rollen, weil die sind ziemlich weich. Ah, ja. Auf dem harten, wir haben ja hier diesen glatten Betonboden. Und mit denen tut man sich vielleicht beim Bremsen jetzt heute ein bisschen schwerer, aber wenn man draußen auf dem Asphalt fährt, fehlt das so ein bisschen mehr besser ab. Dann schlupfe ich einfach mal genau, kurz rein. Genau, immer, ob sie dir passen kann. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, bei so vielen Schonern, passiert da jetzt wirklich so viel? Die Schoner sind halt eine Vorsichtsmaßnahme, es geht halt darum, andere Leute umzuschubsen im Endeffekt. Und dann wäre es natürlich so ein bisschen blöd, wenn man keine Knieschoner, keine Ellenbogen, keine Handgelenkschoner hat, kein Helm. Und wir halt tragen auch Zahnschutz, also darauf musst du heute leider auch verzichten, aber wir passen auf. Okay. Weil es natürlich in der Spielsituation schon so ist, dass man nicht darauf aufpassen kann, wer jetzt genau wo hinfällt und welches Körperteil genau wo ist. Deswegen, Schoner sind wichtig. Nicht irgendein Zeichen von Schwäche oder von schlechtem Spiel, dass man hinfällt, das ist halt einfach standardmäßig passiert. Ja. Und deswegen muss man halt dafür auch gut ausgestattet sein. Keine Angst vorm Fallen heute. Genau. Ja genau, dann ist es wichtig, wie man fällt, dass man richtig fällt. Und es ist halt auch wichtig, dass wir agil bleiben und nicht da so krass eingepackt sind, weil wir da ja auf einem Haufen dann auch fahren. So, jetzt bin ich gleich komplett eingepackt mit den ganzen Schonern. Von Kopf bis Fuß. Aber soll ja auch alles halten. Ja, ich sag nicht gerade, wie ich da runterkomme. Ja, sehr gut. Oh, das ist so komisch. Weil bei den Inlinern hat man hinten ja noch die Bremse. Und hier rollt man einfach durch nach hinten. Ganz komisches Gefühl. Also man steht schon gut, weil es einfach vier Rollen sind. Also man hat eine große Auflagefläche. Aber jetzt so vom Fahren noch ganz ungewohnt. Ganz anders wie Inliner. Hier gibt es zwei graue Linien, an denen wir uns orientieren. Ich orientiere mich oder konzentriere mich mal kurz auf mich. Also, wenn man langsam fällt, mit einem Knie bremsen. Wenn man schnell unterwegs ist, am besten mit beiden Knien bremsen, dann braucht man die doppelte Bremskraft. Hier so
eng. Okay. 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 Ja. Michi, kannst du das nochmal erklären, warum wir uns so klein machen bei dem Pfeil? Ja, also wir müssen uns vorstellen, dass wir gleich, wenn wir wirklich richtig spielen, sind da 10 Leute auf diesem Track. Und sobald jemand hinfällt und jemand anderes dadurch auch zu Fall kommt, ist das ein Vorteil. Also für den, der hingefallen ist. Achso, man könnte ja absichtlich jemand anderen mit zu... Exakt, genau. Deswegen machen wir uns möglichst klein. Ganz klein, dass niemand anderer irgendwie deswegen auch zum Fallen kommt. Ja. Und natürlich ist es sicherer, weil wenn du so fällst, dann... Ja, okay, also ganz klein machen. Ganz klein machen. Okay. Also eigentlich wollen wir nicht hinfallen, eigentlich wollen wir stehen bleiben. Das wäre das Ziel. Kannst du Skifahren? Ey, ich kann Snowboarden. Schwierige Voraussetzungen. Nee, der wichtigste Stop beim Roller Derby ist der Plow-Stop. Das ist tatsächlich wie beim Skifahren, also im Flug. Heißt, man zieht die Zehen nach innen und drückt die Fersen nach außen. Okay. Und deine Knie sind idealerweise hüftbreit. Also die Kraft kommt von hier und die Knie gehen nicht zusammen. Achso, warte, ich habe vorne Stops. Genau. Was bremst denn die Außenkante? Okay. Das hier. Okay. Und hol ruhig weit aus. Das ist... Ja. Also je breiter du stehst, umso leichter bremst viel. Yes. Ja, okay. Ja, spür dich. Also wir stehen alle so, weil wir super faul sind. Ja. Alle. Ja. Und deswegen macht es halt die ganze Zeit so. Okay? Ja. Es gibt eine Position, die heißt Derby Position, ist bei jedem anders. Derby Position, okay. Das ist deine optimale Stabilitätsposition, wo dein Schwerpunkt so ist, dass du nicht unbedingt in den Umfallen kannst. Ja, ich bewege mich die ganze Zeit. So, nicht schlimm. Ja. Also die Knie sind gebeugt, du stehst relativ locker, deine Waden sind angespannt, deine Oberschenkel sind angespannt. Ja. Deine Hüfte kippt so nach vorne, dass dein Bauch angespannt ist. Roll einfach die ganze Zeit. Das ist nicht schlimm. Das ist alles nicht schlimm. Dein Oberkörper ist aufrecht. Mhm. Und wenn ich dich jetzt... Ups. Ja. Merkst du? Passiert nichts. Ja. Das ist meine Standposition. Exakt. Okay. Genau. Und da aus der magst du auch den Crossstop. Und aus der magst du auch... Machen wir dann auch eine Drehung. Aber lass uns mal erste... den Plaustopp mal ein bisschen üben. Ja, üben wir noch eine Runde zu bremsen. Gemocht und ich bin Kadi, Pronomen sind sie ihr, ich bin die Almi, Pronomen sind sie ihr. Ich bin Domor, Derby Name Hans Mosch. Ich bin die Johanna, Derby Name Vorschlag Hanna. Ich bin Bella, mein Derby Name ist Bella Blockt. Meine Pronomen sind sie ihr. Marcel, Summer of 79, ich kenne Julia, weiß ich, und mein Derby Name ist 4 Promilla. Ich bin Josi oder Josefise. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin der Jonas. Ich habe den Derby-Namen E-Kurz und höre auf männliche Pronomen. Ich bin Tobi. Ja, also ich bin die Niki. Aber ich stehe heute zum allerersten Mal auf Rollerblade. Ich bin Michi. Mein Derby-Name ist Prügel Paula. Deswegen, wir fangen an mit einem klassischen Warm-up für uns. Heißt, wir skaten um den Track. Genau, also ein Pfiff heißt Stopp, Sprint in die gleiche Richtung. Zwei Pfiffe heißt Stopp, Skate in die entgegengesetzte Richtung. Dann legen wir mal los.
Wir machen erstmal ein Pack, das sich dann entwickelt zu einem Counting Pack, sage ich euch dann. Wir fahren alle mehr oder weniger in Nähe, du solltest immer zwei Leute anfassen dürfen. Ich glaube, das ist okay, dass die Leute anfassen. Wir machen es auch so. Sorry. Dann ist ein Kommando Stopp. Ja. Wir bleiben alle mehr oder weniger nah zusammen stehen, ohne einander umzubolzen. Kommando Mix heißt, du wechselst deine Position nach innen, nach außen, nach vorne, nach hinten. Und dann gibt es das Kommando Vicky Left the Pack, heißt, du fährst nach vorne, fährst eine Runde, fährst durchs Pack, bleibst da. Happy. Man spielt Defense, man spielt Offense, man guckt auf seine Jammerin, also den Punktemacher. Die Zuschauer trommeln, die Schiris pfeifen und das passiert alles die ganze Zeit und deswegen ist es wichtig, viel zu schreien vor allem. Okay. Also wir haben uns ein bisschen der Ausdauer verschrieben dieses Jahr. Das ist eine Übung, die bedeutet 27 Runden in 5 Minuten fahren. Also wir skaten 5 Minuten lang um den Track. Und der mag, der kann seine Runden zählen, die anderen skaten einfach so mit. Okay, los geht's. Mal schauen, wie viele Runden ich schaffe. Da müsst ihr jetzt eigentlich zum Ausgleich nochmal die gleiche Zeit auf die andere Richtung fahren. Das ist ja natürlich jetzt nicht mitgezählt bei den Runden. Ich war mit mir selber beschäftigt. Ich habe nur gesehen, wie sie mich die ganze Zeit umrundet haben. Erste Gefühl, ja, man gewöhnt sich dran. Aber es ist immer noch ganz, ganz komisch, vor allem vorhin bei dem Rennen. Ich habe ganz instinktiv, wollte ich mit hinten mit der Inliner-Bremse bremsen. Und es geht ganz schief. Also da hätte ich echt fast hingelegt, weil es halt einfach nur einfach nichts kommt. Und bis man das so realisiert hat, wie man wirklich bremst und das intuitiv macht, da braucht es noch ein bisschen. Gelb, weiß, rot, blau. Okay? Los geht's. Rot. Blau. Ich schwitze so. Ich habe 3 langärmelige Sachen an. Ich schwitze so. Das war noch eine Einweisung. Wir machen jetzt Blocker-Training. Dafür haben wir ja auf diesem kleinen Feld uns jetzt bewegt. Und das muss man ja auch, wenn man um einen rum fährt. Also das war jetzt die Vorbereitung darauf sozusagen. Es gibt verschiedene Positionen in diesem Spiel. Ja. Es ist einmal die Defense, die sich darum kümmern, dass der gegnerische Punktemacher nicht durchkommt. Okay. Und es gibt die Offense, die dem eigenen Punktemacher hilft. Und die tut es insofern, dass sie halt einfach Platz macht. Also sie stellt sich den anderen, den gegnerischen Spielerinnen in den Weg. Den Weg, okay. Und hat da verschiedene Möglichkeiten, dann einfach zu sagen, du kommst da jetzt nicht hin, du bleibst da jetzt. Simulieren wir da jetzt einfach, also wenn ihr den anderen mal zuschaut, Screen. Ein Einklemmen der anderen Person, damit die da nicht nach vorne kann und nicht zur Seite. Ja.
ich habe ja meine Derby-Positioner, wo ich sehr standfest bin. Genau. Hier Kontakt zu machen. Ja, Oberschenkel. Hier oben. Der Oberarm ist auch in Ordnung. Mhm. Ich kann mich jetzt da vor dich draufsetzen. Okay, ja. Oder ich kann quasi hier unten geben. Okay, ja, das da erlaubt, verliere ich dann meine Standfestigkeit. Genau, ja. Genau. Mhm. Und, oder was auch super beliebt ist, ist Dresden. Ja, krass. Okay. Für dich in dem Fall. Dann fährt da drauf vorbei. Ja. Okay, also das ist alles erlaubt. Und das, was man einem da so reinfährt und halt, okay. Ja. Alles erlaubt. Das passiert aber während dem Fahren, ne? Ja, alles. Also, okay. Super gut. Ja. Jetzt versuchen wir an mir vorbei zu kommen. Genau. Das ist genau. Den Chestlocker, den Bodenfell. Und wenn du nochmal auf mich zukommst, dann kann ich dich schieben. Dann kann ich dich quasi. Ne? So. Wirklich blutige Anfänge. Ich habe mich jetzt davor auch nicht ultra schlau gemacht. Mhm. Wie läuft denn dieses Spiel ab? Was sind denn so diese Grundpfeiler? Die Grundpfeiler des Spiels. Ja. Also, ihr seht hier, das ist die Gemma-Line. Das ist quasi die Startlinie, also die Vorlinie. Okay. Das ist die Startlinie für die Gemma. Die Gemma stehen dahinter. Okay. Die blockenden Personen, das sind vier pro Team, stehen innerhalb dieser Zone, also zwischen Pivot-Line und Gemma-Line. Das ist so der Startbereich. Ja. Dann gibt es den Startpiff. Und dann dürfen die Gemma losfahren und müssen sich durch die Blockergruppe eben durchkämpfen. Okay. Der erste Durchgang, also der Initial Pass, da wird ausgemacht, wer der Lead Jammer ist. Also der Lead Jammer ist der als erstes das Pack durchquert. Durchkommt. Legal. Mhm. Legal, okay. Und hat dann eben das Recht, den laufenden Jam abzucallen. Das ist ein strategischer Vorteil, wenn man einfach bestimmen kann, wann dieser Jam endet. Das Spiel ist angeteilt in Jams, 2 Minuten lang, und Line-Up-Zeit 30 Sekunden dazwischen. Also 2 Minuten, 30 Sekunden, 2 Minuten. Oder diese 2 Minuten werden verkürzt, wenn der Lead Jammer das hier macht. Dann ist Ende, dann gibt es neue Line-Up-Call, haben noch dazu die Aufgabe, das Pack aufrechtzuerhalten. Okay. Und das Pack muss immer aus Spielenden beider Mannschaften bestehen. Ach so. Und die müssen innerhalb dieser, also diese zwischen Linien. Denen dürfen nicht mehr als 10 Fuß sein. Deswegen sind diese Linien da auf dem Boden. Das sind quasi die 10 Fußlinien, die eben den Schiris dann zeigen, okay, die sind noch beieinander oder eben nicht. Deswegen, das ist so ein. Ja. Deswegen kann nicht ein Team plötzlich davonrennen. Also sobald der Lead Jammer ermittelt ist, fahren die Jammer eine Runde, treffen wieder aufs Pack und dann kriegen sie einen Punkt für jeden gegnerischen Blocker, den sie überholen. Okay. Also mit der Hüfte. Das ist immer quasi, also so habe ich noch keinen Punkt. Ja. So schon. Okay, also man muss wirklich davor sein, dann hat man einen Punkt. Genau, exakt. Okay. Das ist das Spiel oder das Sport, dass man die anderen immer überholt, blockt oder halt genau. die anderen blockt, dass die nicht vorbeikommen. Okay, exakt. Krass. Genau, ja, cool. Also das Spielfeld an sich begrenzt natürlich die Aktion, weil du kannst nicht außerhalb des Spielfelds plötzlich an Leuten vorbeigehen. Du blockst mich hier raus. Ah, okay. Und dann, witzigerweise. Ja, okay. Also, Quatsch. Draußen? Raus, dann muss ich hinter dir wieder rein. Das heißt, du rennst so schnell wie möglich nach hinten. Ach. Okay, jetzt habe ich es auch mal gecheckt. Also es sind keine Schläge, es sind keine Pucks oder irgendwas mit dabei. Es ist einfach nur wahrer Körpereinsatz. Und da einen wegzujammen, einen zu blocken, einen zu überholen. Und da bekommt man dann die Punkte dafür. Wir machen jetzt aber dann noch einen Beispielspielzug, wo das dann ein bisschen klarer wird. Also mega cool eigentlich. Bin ich gespannt, wie es dann in Real Life ausguckt. Ja, mach mit. Ich mache mit. Sind halt wir in Orange ein Team und die anderen machen ein Team. Und okay. Dann kommen gleich noch 2 Leute dazu, die halt jammen und versuchen vorbeizukommen. Kali, also die mit dem Stern ist jetzt die Jammerin. Daran erkennen wir, die Person, die Punkte machen kann. Ja. Und Mo bzw. Almi sind die Personen, die zur Not ihren Job übernehmen können, wenn sie nicht durchkommt. Dann kann sie die Haube abgeben und an die Personen mit dem. Okay. Also die mit den Sternen, die sind die Jammer. Die müssen jetzt versuchen, Punkte zu machen. Schauen wir mal, wie es klappt. Genau, also die mit den Sternchen, das sind die Jammer. Die müssen jetzt einmal außen rumfahren und von hinten
durch die Blocker durchkommen und dann gibt es die Punkte. Okay, dann und. Sie kommt da schon mal durch. Und. Mal auffassen, wo man blockt, also ob es ein Foul ist oder nicht, weil es gibt ja bestimmte Körperregionen, wo man nicht blocken darf, wie jetzt Kopf oder Rücken oder an den Händen und alles. Also da muss man natürlich auch noch drauf achten. Es gibt optimalerweise nur ein Pack und okay. Sobald es keine Gruppe an Leuten gibt, die beide Teams enthalten und nah genug beieinander sind, dann gibt es ein No-Pack, dann müssen alle Blockenden das Pack wiederherstellen, heißt bremsen oder aufschließen. Wenn der jetzt als erstes durch ist, der Jammer, und dann könnte der eigentlich, dann kann er ja wieder eine neue Runde machen und wieder Punkte machen. Genau. Und das könnte man dann endlos. Solange bis der Jam zu Ende ist. Okay, also bis die 2 Minuten dann. Zu Ende sind. Stimmt. In einem Team sind 15 Menschen, ja, die dann in diesen 30 Sekunden zwischen den 2 Minuten Jams eben ausgetauscht werden. Weil es sind ja nur 5 Leute auf dem Spielfeld. Genau. Okay. Und die kann man dann halt dann immer auswechseln. Wenn der Jam endet, dann hat man 30 Sekunden Zeit, um die auszutauschen. Okay. Okay. Also der Blocker mit der Streifenhaube, mit dem Streifen, ja? Der kann Jammer werden, der kann quasi die Sternhaube kriegen. Ja. Muss aber eine Hand-zu-Hand-Übergabe im Track sein. Während dem Spiel genau. Muss das sein. Ein bisschen von den Spielregeln mit Football zu vergleichen, das ist auch total kompliziert und es ist dann, man blickt es erst dann, wenn man zuguckt. Hast du, oder? Ja. Okay, let's go! Ich bin deine Offensive-Spalte. Ich mache dir den Weg frei. Also kann okay. Mal schauen, wie die zu dritt stehen. Und ich auf einer Seite. Ja. Und du gehst an der Seite vorbei, wo ich sage. Okay, gut. Das ist im Idealfall. Im Idealfall, gut.
Nein, geht rein. Nein. Du musst abbremsen. Mega anstrengend. Krass. Richtig cool. Ja, aber das ist richtig gut. Dankeschön. Hat doch mega Spaß gemacht. Boah, kommt mir da gleich aus der Puste. Crazy. Okay, krasse Erfahrung. Also, ist gar nicht so einfach, da durchzukommen. Und zwar meine Defense macht mir dann den Weg frei, aber die Blocker sind halt wieder so schnell, die wieder zu verschließen. Und man kommt halt so verdammt einfach über die Linie drüber. Und dann muss man hinter dem wieder rein. Außer also Puste. Hat's getaugt? Ja, mega. War richtig, richtig cool. Und vor allem, dass ich jetzt noch in so einem echten Spielzug auch mitmachen konnte. Und das hat einfach so am eigenen Leib auch so erfahren. Und ja, war echt war cool. Mega, mega interessant und spannend. Schön. Auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. Ja, nee, also wir trainieren gerade für ein Spiel Ende Januar in Karlsruhe und spielen dann am 4.3. in Innsbruck. Also das wow, ist also ihr kommt schon auch viel rum, so auch spielen und ja. Das ist halt ein Nischensport, ne? Deswegen muss man sich ein bisschen connecten und schauen. Ne? Mega cool. Und wie oft trainiert ihr dann mit dir? Zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Gut ab. Ja. Also das ist, ich bin immer wieder schockiert, wie schnell Leute lernen, wenn man halt in so ein Team reinsteckt, weil ich dafür einfach 5 Jahre brauche. Okay, eigentlich kommt ja der Sport ja aus Amerika und dann also so langsam hier rüber geschwappt. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja noch gar nicht so viele Vereine. Es gibt genug. Jetzt schon? Okay. Also wir haben so 2008 angefangen, so Stuttgart, Berlin, die Großen, Hamburg glaube ich auch. Okay. Und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir eine Bundesliga stellen können, was halt mega gut ist. Wir haben drei Saisons, quasi vor Pandemie haben die 3 Saisons gespielt. Erste, zweite, dritte Bundesliga. Also das sind schon so circa 30, 40 Teams, die einfach sind Flinterteams, das ist eine Frauen und Männer dürfen tatsächlich bei der Bundesliga nicht mitspielen. Ach krass, okay, weil ich habe das gehört, dass es eigentlich schon ein ziemlich frauendominierter Sport ist. Genau. Und darum hat es mich jetzt auch ein bisschen gewundert oder hat mich auch gefreut, dass es doch hier Männer auch da sind. Aber die dürfen nicht in der Bundesliga mitspielen. Nein, wir sind ein All-Gender-Team, wir sind einer der wenigen All-Gender-Teams in ganz Deutschland. Das sind so 10 vielleicht, 10, 15. Okay. Und also die Frauenteams, also sie nennen sich jetzt Flinter-Teams, also es sind Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans-Menschen und Agender-Personen dürfen da eben mitspielen. Ja, ja. Und Cis-Männer, die bei uns jetzt einfach dabei ja, sind, ja. Nicht. Oh Mann! Okay, also muss man nicht ganz verstehen, aber... Es ist ja schön, dass ihr hier alle wirklich aufnehmt. Und genau. Aber der Sport wächst und gedeiht. Wir freuen uns da sehr drüber. Ach, ist ja auch toll, wenn dann so ein Verein auch immer wieder Nachwuchs bekommt. Kann man sich da einfach dann hier melden in Augsburg? Wie heißt ihr jetzt nochmal? Wir sind Augsburg Rolling Thunder. Rolling Thunder, und wir sind halt beim TVA, Turnverein Augsburg. Ah, okay, seid ihr einfach gemeldet und da kann man euch finden. Und sich einfach auch für so eine Schnupperstunde, so wie es ich jetzt heute auch gemacht habe, einfach vorbeikommen. Kurz anschreiben, dann versuchen wir es Gates zu organisieren. Mhm. Drei Trainings, sagen wir immer, dürfen die Leute ausprobieren. Und dann ist es natürlich schon cool, wenn sie halt beitreten, zwecks Versicherung und so. Ja, also ich meine, das ist halt... Ne? Ja, aber also es ist ja wirklich nichts passiert. Ich war super gut ausgestattet. wie oft passiert denn was? Oder was sind denn so die typischen Verletzungen, die man sich hier so... Wir sind nicht verletzungsintensiv. Intensiver als Fußball zum Beispiel. Also das sind so klassische Sachen, Sprunggelenksvertretung, Sprunggelenksbruch, Handgelenk, habe ich auch schon gesehen. Aber es ist nett. Also
es ist nicht so, dass sich jedes Training jemand verspricht oder jedes Spiel. Das ist einfach Quatsch. Also das denkt man immer nur, weil halt die Leute oft hinfallen. Ja. Aber es ist kein verletzungsintensiverer Sport. Deswegen lernt man ja auch das richtige Hinfallen. Genau. Exakt. Aber hast du dir selber schon mal irgendwas getan? Nein. Schlimmeres? Auch nicht. Ich verletze mich nur außerhalb des Sports. Ah, okay. Das kann man natürlich auch gut machen. Ja. Ja, wenn man jetzt so beitreten möchte, was kommen da für Kosten auf einen zu? Jetzt auch von der Ausrüstung komplett, dass man da jetzt anfangen kann? Also die Anfänger-Scales fangen an bei so 120 Euro. Das sind halt so Kunstleder, die sind halt relativ günstig, die Frage passen für den Anfang. Mhm. Die Schoner, ich sag jetzt mal, so ein Anfänger-Set kostet auch so 80 Euro, ganz grob. Und dann steigt man relativ schnell auf gut gepolsterte Knieschoner um. Ja, glaube ich. Ja, die müssen natürlich einiges aushalten. Ne? Ja. Und halt einen Helm. Also ich habe heute auch einen Snowboard-Helm auf, wenn ihr das vielleicht merkt. Geht auch. Das ist in der Halle aber gar nicht so schlecht. Also ja, ich habe warme Ohren auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Der Zahnschutz, der ist tatsächlich das Teuerste. Ehrlich jetzt? Also, das heißt, also außer den Skates, das sind halt so 20 Euro, die man da schon investieren muss. Halt dann einfach die Mitgliedschaft im Verein halt noch. Genau, das sind jetzt aktuell, glaube ich, 15 Euro pro Monat oder so. Okay, das geht ja noch. Ab wie vielen Jahren kann man jetzt bei euch hier anfangen oder allgemein der Sport? Es gibt Teams, die Junior-Teams haben, aber wir sind ausschließlich ab 18, weil wir keine... Okay. Also, wir haben keinen Jugendübungsleiter, da braucht man noch eine extra Ausbildung. Okay, deswegen ab 18 herzlich willkommen. Oder wenn die Leute sagen, ich würde aber gerne jetzt Rollschuhfahren lernen, dann haben wir Jam-Skaterinnen, die sind samstags immer hier. Okay. Die freuen sich auch über halt junge Leute, die halt Lust haben, Rollschuh zu fahren. Ja, ja. Wie viel seid ihr jetzt hier? Waren jetzt heute alle da? Oder? Nee, wir sind tatsächlich spielfähig 20. Okay, ist ja gut, wenn immer 5 Leute auf dem Platz sein können, kann man richtig gut durchwechseln. Das stimmt, genau. Also das ist auch super gut, weil die Pandemie hat uns jetzt nicht so stark geschwächt wie andere Teams. Also die anderen haben sehr, sehr stark Leute verloren, die halt dann plötzlich was anderes gemacht haben. Aber wir sind relativ stabil und jetzt können wir auch einfach Spiele zusagen. Ja. Flinterspiele tatsächlich, also auch auf die männlichen Mitspielenden verzichten. Dann einfach. Das geht dann auch. Und das ist natürlich, das wollte ich noch fragen. Ist es von Vorteil, wenn man etwas robuster ist und größer? Ja, also, oder wie allgemein müssen die körperlichen Voraussetzungen sein? Das ist das Coole an diesem Sport. Man hat das gibt keinen Idealtypus. Okay. Es gibt super, super kleine, super wendige, sehr leichte Personen, die halt relativ schlecht zu halten sind. Es gibt sehr, sehr große oder sehr, sehr füllige oder sehr, sehr raumgreifende Personen, die auch super wichtig sind, einfach um den Trackzieh zu machen. Ja. Und das ist halt schon mega cool, weil wir jetzt auch keine Anforderungen haben. Also wir sagen nicht, hey, du musst aber skaten können oder du musst so und so fit sein, sondern zu uns kommen alle Leute, die keine Sporterfahrung haben oder die schon ein bisschen Sporterfahrung haben. Das ist was sehr, sehr Angenehmes in dieser Community, die halt einfach sehr offen ist und der halt sagt, hey, komm zu uns, wir bringen dir alles bei, vom Skaten bis zur Fitness, alles was du brauchst, bist du hier und du magst so weit mit, wie du halt magst. Ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist, das ist richtig cool, weil es gibt ja auch verschiedene Positionen einfach zu besetzen. Ne? Ist so ein bisschen, ich habe es vorhin auch schon ein bisschen mit Football verglichen, weil es ja auch die verschiedenen Positionen gibt. Am Anfang war ich echt ein bisschen überfordert so mit dem Spiel oder halt mit dem Spielzug, wie es halt vonstatten geht, auf was nacheinander kommt. Aber jetzt, wenn man es so ein, zwei Mal mitgemacht hat, gesehen hat, dann kommt man eigentlich richtig gut immer klar und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also eigentlich ist es gar nicht kompliziert. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen und so, aber ich habe mir jetzt nicht wirklich Bilder dazu angeschaut und kam jetzt wirklich komplett ohne Erwartungen oder ohne irgendwie Vorwissen hierher und jetzt, voll geil, überrascht und mega happy. Ja. Umso cooler, dass du alle mitmachen Also habe auch einige Komplimente bekommen, dass ich mich ganz gut angestellt habe. Absolut. Echt ein cooles Team habt ihr. Schön. Ja. Sehr cool. Also Michi, vielen Dank. Ja, das sieht bei ihr einfach wunderbar federleicht aus.
für mich für den ersten Tag, für die ersten Stunden auf diesen Roller Skates, war es echt eine harte Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen und durfte ja sogar am Ende bei den Spielzügen mit dabei sein. Und es hat einfach eine Mordsgaudi gemacht. Ein geiles Team, ein cooler Sport, ganz ohne jetzt irgendwie zusätzliche Sachen. Einfach nur Körpereinsatz, Teamgeist, extreme Ausdauer ist gefordert, Koordination, man muss die ganze Zeit konzentriert sein, man muss den Spielverlauf verfolgen, also auch ein sehr anspruchsvoller Sport. Aber ja, jetzt hier in der Atmosphäre kann man den echt gut lernen, hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. Ja, wenn ihr auch Bock habt darauf, dass ich euren Verein vielleicht mal besuche oder eure Sportart mal reinschnupper, dann schreibt es mir einfach gerne, dann schaue ich vorbei. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und ja, schreibt einfach drunter, ob es euch gefallen hat.